Hallo zusammen, ich habe die Glossy Box wieder bekommen und wir packen sie mal wieder zusammen aus. Diesmal ist sie ziemlich schwer. Also der Karton ist ziemlich schwer. Bin mal gespannt, was drinnen ist. So, diesmal gibt es keine Flyer und es ist das ganz normale Boxendesign, also diese pinke, rosane Verpackung. So, in das Glossy Magazin schauen wir wie immer hinterher. Und dann machen wir das einmal auf. Und ich greife jetzt einfach mal blind rein. Das erste Produkt, nee, das ist kein Produkt, was bist du denn? Eine Leseprobe von Poppy J. Anderson, Geheimzutat Liebe, Taste of Love. Lese ich meistens nicht, landet bei mir direkt im Müll. Ups. Dann das nächste Produkt ist, was bist du denn? Lippen. The Dollhouse Taking Beauty to the Next Level Lip Injection Mask. Sieht jetzt erstmal aus wie diese Augenpads, die so die Augen mit Feuchtigkeit versorgen. Nur halt für die Lippen. Bin ich gespannt. Ich habe ja sehr trockene Lippen. Ich frage mich, ob das noch mehr kann, außer die Lippen mit Feuchtigkeit zu versorgen. Oder ob es das überhaupt macht. Oder ob die dann nicht so aufgeblustert werden. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man danach richtig dicke Lippen hat. Probiere ich gerne mal aus. Würde ich mir normalerweise nie kaufen. Und deswegen hat man ja auch so ein Stück weit die Glossy Box, weil man da Dinge bekommt, die man normalerweise nicht kaufen würde. Probiere ich gerne mal aus. Bin ich gespannt. Als nächstes haben wir eine Parfumprobe von Engelsrufer. Aurora. Mal dran riechen. Also 2 Milliliter sind drin. Ja, riecht jetzt erstmal nicht schlecht. Ich mach's mir mal auf die Hand. Weil an einem selbst riecht der Parfum immer nochmal anders, ne? Hat jetzt auf meiner Haut mich im ersten Moment an so einen Desinfektionsmittel, so Krankenhaus, dieses, was am Rand immer steht, ne? Erinnert? Aber jetzt riecht es anders, zum Glück. Sonst wäre es ein bisschen komisch. Ja, riecht ganz gut. Vielleicht greifen wieder blind rein. Ein Duschgel von Sebamed mit Lotus und grünem Tee. Wer mein, ich glaube, letztes Video gesehen hat, der weiß, dass ich ungefähr 1 Million Duschgele habe. Und eigentlich die alle erstmal aufbrauchen möchte und nicht ständig neue bekommen möchte. Riecht nicht schlecht. Aber jetzt auch kein Duft, wo ich sage, boah, das riecht aber geil. Das muss man haben. Riecht sehr, sehr seifig. Ich weiß, es klingt bei einem Duschgel, wenn man sagt, es riecht sehr nach Seife, ziemlich doof. Aber ich finde, da kommt nicht der Lotus und grüne Teegeruch raus. Ich weiß nicht. Grünen Tee rieche ich gar nicht. Das Blumige vom Lotus vielleicht schon eher. Also blumig riecht es auf jeden Fall. Nach grünem Tee eigentlich überhaupt nicht. Aber ich glaube, das Motto der Box ist ja auch Detox. Von daher passt der grüne Tee zu Detox ganz gut. Ist jetzt kein Produkt, wo ich sage, juhu, ein Duschgel, aber jetzt definitiv etwas, was man benutzen kann, gebrauchen kann und wenn ich es im schlimmsten Fall weiter verschenke. Ne? Also Duschgel kann man immer gebrauchen, auch wenn man wie ich 1 Million Duschgele hat. Von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm. Dann als nächstes Matte Maski, also Schlammmaske, würde ich behaupten. Facial Detox Purifying Recovery Mask. Also ich mag ja Gesichtsmasken sehr, sehr gerne. Wie viel ist denn hier drin? 20 Milliliter. Ist auch nicht so viel drin. Reicht wahrscheinlich so 2-3 Mal. Riecht nach Tonerde. Also wahrscheinlich ist Tonerde mit drin. Tierversuchsfrei, parabenfrei und natürliche Inhaltsstoffe. Das ist doch super. Masken benutze ich selbst sehr gerne. Finde es cool, nur einmal die Woche. Ist so ein Entspannungsritual, was man einfach machen kann. Sich da 20 Minuten für sich selbst Zeit nehmen und so eine Maske auftragen. Mache ich ganz gerne und von daher finde ich Masken in der Glossy Box auch immer ganz gut. Dann das nächste Produkt. Von Mimimi Beat the Blues Oyster Gold. Was bist du, ein Nagellack? Illuminating Highlighter. Also ein Highlighter. Dann schauen wir mal. Ah, der hat so ein
Bürstchen wie ein Nagellack. Dann machen wir ein bisschen auf. Also in der Flasche schimmert es ja schon echt schön. So, jetzt habe ich es ein bisschen verteilt. Also die Konsistenz ist super, es lässt sich echt schön verteilen. Und schimmert auch ein bisschen. Also ich dachte eigentlich, weil in der Flasche sieht es ja richtig schimmerig aus, es kommt ein bisschen mehr auf der Haut raus. Ist jetzt nicht so der Fall. Also schimmert nicht extrem, sondern eher sehr dezent. Aber sehr schön. Ja, ist ein schöner Schimmer. Finde ich nicht schlecht. Nicht schlecht. Und das letzte Produkt ist von Elvital Tonerde. Das Shampoo, ein Tonerde-Shampoo. Habe ich selbst schon benutzt. Ich habe es mir vor einigen Wochen, ja, also Monaten eigentlich schon, selbst gekauft. Und ich fand es eigentlich ganz gut. Ich finde den Geruch auch gut. Riecht so ein bisschen nach Friseur und so. Also ist nicht schlecht. Ist eigentlich ein ganz cooles Produkt. Also auch nicht schlecht. Ich finde nur schade, dass ein Shampoo und ein Duschgel drin ist. Da wäre mir dann irgendwie was anderes noch lieber gewesen. Vielleicht eine Maske, eine Haarmaske. Hätte ich vielleicht cooler gefunden. Aber grundsätzlich nicht schlecht. Also die zwei Produkte finde ich gut. Die kann man immer gebrauchen. Den finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Weil er einen schönen Schimmer hat, aber nicht so extrem. Ich dachte eigentlich, er schimmert ein bisschen mehr, das ist ein bisschen schade. Aber grundsätzlich ganz gut. Bei dem hier bin ich mal gespannt, wie es tatsächlich dann ist. Masken finde ich auch super. Und wenn ich das richtig sehe, 1, 2, 3, 4, 5, dann ist das ein Goodie. Und dann finde ich eine Parfumprobe auch echt okay als Goodie. Jetzt schauen wir nochmal schnell in das Magazin rein. Ich muss sagen, ich finde meine Produktauswahl eigentlich echt ganz gut. Bin recht zufrieden mit dem, was ich habe. Vor allem, wenn ich sehe, was hier alles hätte sein können, was es alles gibt. Da ist eigentlich nichts dabei, wo ich sage, boah, das hätte ich total gerne gehabt. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum es meine letzte Glossybox ist. Ich finde, die Glossybox hat so ein bisschen in den letzten Monaten nachgelassen. Es sind nicht mehr so ganz coolen Produkte drin. Es ist ganz viel, wo ich mir denke, so, ein Glück habe ich das nicht bekommen, wie eben jetzt auch bei dieser Box. Zum Beispiel finde ich es echt eine Frechheit, dass da vom Discounter Produkte drin sind. Das gefällt mir einfach nicht und deswegen habe ich die Box abbestellt. Ein anderer Grund ist einfach, ich habe 1 Million Duschgele und möchte die jetzt auch einfach erstmal verbrauchen. Genauso ist es auch mit anderen Beauty-Produkten. Es hat sich einfach viel eingesammelt, was ich jetzt wieder so ein bisschen, ne, loswerden möchte oder abarbeiten möchte auch ein Stück weit. Und wenn da jeden Monat eine neue Box kommt, dann ist es schon recht schwierig. Wobei ich sagen muss, das Konzept an sich finde ich super. Aber ja, mir gefällt einfach nicht mehr, wie sich die Glossy Box zurzeit entwickelt. Da sind nicht mehr so die tollen Produkte drin, es sind nicht mehr die Sachen drin, wo ich sage, boah, geil. Das hat sich richtig gelohnt. Ob ich jetzt die Produkte gehabt hätte oder nicht, da wäre nichts dabei, wo ich sage, wow, das muss ich haben. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mir das Geld jetzt erstmal ein paar Monate spare, das Zeug, was ich habe, reduziere, abarbeite und dann mal gucken, ob ich sie mir wieder bestelle oder vielleicht auch eine andere Box. Von daher schreibt mir gerne, wenn ihr irgendeine Box abonniert habt, die ihr mega gut findet, schreibt mir das in die Kommentare, welche Box das ist, wie viel sie kostet, ob sie euch gefällt, warum sie euch gefällt und vielleicht habe ich dann bald schon eine neue Box abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!